Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich eine einfache Möhrensuppe mit Krabben. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Dieses Gericht benutze ich sehr viel zur Resteverwertung. Gerade mit Möhren ist es ja so, dass ihr oftmals eine relativ große Menge kaufen müsst und gar nicht so viel benötigt. Die sind dann irgendwie schon so angeweicht oder so, und dann kann man die wunderbar, finde ich, jedenfalls in dieser Suppe verarbeiten. Und ja, weitere Zutaten neben ein paar Möhren. Ich habe jetzt hier wieder, wie fast immer bei mir, immer kleine Mengen. Das sind jetzt hier 4 Möhren, eine Zwiebel, so ein bisschen Dill. Da könnt ihr ruhig auch den getrockneten Dill nehmen, der kommt nachher sowieso in die Suppe. Also ist wurscht. Ich habe den jetzt hier nur gerade übrig. 50 Gramm Krabben habe ich hier. So, mehr oder weniger oder eben gar nicht, je nachdem. Und etwa 400 Milliliter Gemüsebrühe. Und für die Garnitur habe ich nachher noch ein bisschen Sahne hier zur Seite gestellt. Als erstes kümmere ich mich mal um den Dill. Einfach so gegen die Richtung erstmal abziehen vom Stängel. Wird jetzt eh klein gehackt. So, dann haben wir das schon mal fertig. Mit der Zwiebel fahren wir auch so klein schneiden in Würfel. Die Möhren grob schälen. Und die Enden abschneiden. Anschließend die Möhren grob in Scheiben schneiden. Die werden hier hinterher püriert. Von daher ist das nicht so kriegsentscheidend, wie gut die geschnitten sind. Etwas Öl erhitzen, die Zwiebeln kurz glasig dünsten, dann schon die Möhren dazugeben. Kurz mit anrösten. Und dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Jetzt die Möhren weich kochen, etwa 10 bis 15 Minuten vermutlich. So, sind die Möhren weich gekocht, wollen wir die ganze Geschichte jetzt pürieren. Ich gieße hier noch mal ein bisschen Wasser nach. So, auf jeden Fall etwas Dill hinein jetzt. Ein bisschen zur Seite behalten als spätere Garnitur. Ich habe hier noch einen Spritzer Zitrone. Pfeffer, Salz, abschmecken. Wenn es passt, vom Herd ziehen. Einen Teller dann die Krabben reingeben, auch noch ein paar behalten als spätere Garnitur. Die Suppe nach gewünschten Konsistenzgrad dann entweder mit Wasser oder Brühe nochmal auffüllen und oder eben dickflüssig lassen, ganz wie ihr es mögt. Kann man wunderbar einfrieren. So, jetzt kommt meine Sahne hier oben drauf. Bisschen Dill. Und die restlichen Krabben auch. Fertig.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis die Tage, euer Freddy.